er hat gerade meinen Zerg anscheinend gesehen, der bei dem Xel'Naga-Turm heißt, bei diesem Aussichtspunkt ist. Ja, und mein Beobachter ist jetzt unten. Guck ich gerade mal hin. Jo. Kann auch nicht angreifen oder so. Der beobachtet einfach, was ist denn das da? Overseer Kokon. Der hat eine kleine Armee, so eine kleine Verteidigung nur. Diese Overseer kann man aus Overlords bauen und die können dann auch unsichtbare Einheiten aufdenken und sind schneller. Der hat ja gar nichts. Sieht nicht so aus. Jetzt sieht er mich. Oh. Naja. Ja, ich glaube, der Overseer war gerade fertig, oder? Das kann sein. Der Overlord cruist gerade bei deiner Basis rum. Und du, ich habe jetzt so einen Koloss. Oh ja. Archel. Der kann über alles rüberrennen, hier. Weil der so lange Bein hat. Yay. Yay. So. Bisschen hier alles bauen. Ein paar Zerklinge. Und noch zwei Schaben. Und dann greife ich gleich auch nochmal an. Ach, hier ist das zweite Gebäude jetzt, die zweite Brutstätte, fertig geworden. Da fange ich dann jetzt auch langsam an, Mineralien abzubauen. So, und ich baue jetzt meine Verteidigung. Kleine. Huch, und da wird sie auch schon angegriffen. Na super. Ich schicke auch mal meine Armee. Da, der Koloss. Hier geht jetzt ja richtig die Action ab. Oh, der Koloss ist vielleicht sogar down. Ja, wenn das Schild down ist, halten die Fotos leider nicht allzu viel aus. Ich würde sagen, dann nutzen wir diesen Angriff und rushen direkt weiter zu der Zerg-Basis. Richtig. Das scheint ja die treibende Kraft zu sein. Der greift immer an. Obwohl der Terraner ihm auch ziemlich viele Einheiten mitgeschickt hat. Oder habe ich das falsch gesehen? Nee, ich glaube nicht. Hat er nicht. Nö. Hat er nie was gemacht. Moment. Ja, am besten sammeln wir uns erstmal eben. Ja, da vorne. Oh. Den könnten wir ja mal abschießen. Die Hetzer hier, das sind seine Fernkampfeinheiten. Und der zerplatzt auch schon. Jo. Moment, ich noch mal ein paar unschuldiges Tier. Baue. Ja, ich warte auch mal eben hier. Und produziere mal irgendwie was Neues. Und die Kriechertumore können wir auch mal eigentlich setzen. Dann verbessere ich noch mal meine Einheiten. So. Da legt die Königin den hin. Ja, noch mal ein paar Schaben. Oh, mehr Overlords brauche ich. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber zum Glück kosten die auch nur 100 und wir haben genug Rohstoffe. Und die schicken wir dann alle irgendwo hin. Die Basis von ihm haben wir schon erkundet. Wir brauchen mehr Overlords. So, was machst du jetzt? Du baust nichts, du farmst. So. Ja, sieht ganz schön hell aus bei dir und alles erleuchtet und. Ja, schön. Und bei mir alles so schleimig und. Widerlich und lecker. Oh. Hier die ganze Overlord-Armee schwebt weg. So, hier können wir auch gleich eine Königin bauen. Dann muss die Königin nicht die ganze Zeit umherlaufen. Das könnte sie zwar machen, aber ne. Die ist auch ziemlich langsam. Halt hier verschiedene Voraussetzungen, zum Beispiel um den Schwarmstock zu bauen, beziehungsweise zu mutieren. Da brauchen wir die Verseuchergrube. Da können wir Verseucher drin bauen, die sind fast ausschließlich nur zum Zaubern da, sag ich mal. Die können dann verseuchte Terraner und sowas beschwören. Mit denen spiele ich nicht ganz so gerne. Die sind zwar ziemlich hilfreich, aber ich habe keine Lust, da die ganze Zeit mit Tastenkürzeln zu arbeiten und so weiter. Richtig. Aber bei mir ist das so.
Moment. Ich brauche ganz viel Vespingas. Bei mir ist das so, ich baue zum Beispiel eine Schmiede und die schaltet dann weitere Gebäude frei, die ich dann bauen kann. Hier sieht man die Schmiede. Und das sind dann seine Warp-Knoten, da kann er dann Einheit bauen. Beziehungsweise heranwarpen. Ganz schick. So, wollen wir den Zerg mal eben angreifen? Ich komme gerade noch mit einer kleinen Armee. Achso. Pylonen soll ich noch bauen, ja. Okay. Kannst du mir auch nur einmal sagen, danke. Ach ja, was ich jetzt eingestellt habe hier, dass von allen Gebäuden und Einheiten immer die Lebensleisten angezeigt werden. Das kann man auch ausstellen und ist auch standardmäßig ausgestellt, aber ich finde es halt immer nervig, wenn man so im Kampf ist und dann immer rüber gucken muss, oh, wie viel Leben haben meine Einheiten noch und so weiter. Oh, der will gerade angreifen. Oha. Der wollte gerade losfahren. Oha. Auf. Auf da, ja. Alles rauf. Ja, dann raiden wir ihn jetzt. Okay. Ja, das geht schnell. Und jetzt habe ich auch schöne Schilde hochgezogen. Zwei Schilde. Ach komm, drei. Was soll der Geiz? Das sind seine Kasernen, mit denen einer gebaut. Die werden jetzt ganz schön zerstört. Oh ja. Und das sind seine Versorgungsdepots. Wo er dann Versorgung so aufbauen kann. Die kann er ein- und ausfahren. Wenn die eingefahren sind, können auch Einheiten drüber laufen. Und da hat er einen Panzer stehen. Belagerungspanzer. Hieb? Ganz an der Seite. Da. So, wieder schön ein Schild geben. Dann baue ich hier gleich mal zum Schwarmstock rum. Und baue ein paar Mutalisten. Die sind nämlich ganz nice. So, das läuft doch jetzt super. Ja. Entschuldigung. So, da oben. Beide. Oder würde ich vorschlagen, spielen wir doch mal ein bisschen mit dem anderen. Dann können wir noch alles zeigen und so weiter. Genau. Ich schicke mal meine Armee weiter in die Mitte. Ja. Also so hier, so wieder hin. Das sind jetzt die Mutalisten. Die können Luft- und Landeinheiten angreifen. Wie ihr seht, fliegen die. Hey. Und die sind richtig stark. Da können dann auch mit so einer Gruppe Mutalisten kann dann auch kein Kreuzer mithalten. Genau, Flugeinheiten. Die wollte ich noch bauen. Die sehen bei dir auch richtig nice aus. Mhm. Bei den Protoss. So, kann ich nochmal ein müdes Wurmnest hier bauen. Sporenkrabbler, das sind Luftabwehrgebäude. Und ich zeige euch mal eben was. Hier die Stachelkrabbler und auch die Sporenkrabbler. Die kann man entwurzeln. Dann kommen die aus der Erde, flapp, und dann kannst du mit denen rumlaufen. In der Situation können sie allerdings nicht angreifen. Aber die können sich dann jetzt vorne zum Beispiel wieder einwurzeln. Und da gehen wir wieder rein. Flapp, flapp. Buddelt ein bisschen. Der Overlord ist jetzt aber ganz schön schnell. Oha. Ja. Das kann man auch alles upgraden. Hier zum Beispiel Bauchbeutel, das ermöglicht den Overlords Einheiten aufzunehmen. Und der ist auch schon expandiert hier.
Oh. Ich schick mal die Armee hin. Jo. Oh, da sind ein paar Einheiten. Huch, tot. Was machen wir hier draus? Und ein paar Hydralisten. Und ist denn jetzt der Schwarmstock ausgebaut? Ja, das ist jetzt das Hauptgebäude auf der höchsten Stufe. Wir brauchen mehr Vespingas. Oh, Vespingas habe ich kaum. Brauche ich denn ein paar extra vor noch? Aber was geht hier ab? Oh, der gibt nur ein bisschen mit seinem Overseer an. Oh, pass aber auf beim Vorrücken. Oh. Aber der hat anscheinend kaum was. So, der Spieler 3 müsste jetzt aber down sein. Hm. Hat wohl noch irgendwo was rumlaufen. Ja, wahrscheinlich. Nee, da. Ach, Spieler 3 hat seine Basis nicht aufgebaut. Wird aufgedeckt, ja, und wo? Achso. Da. Ist ja komisch. Oh. Oh. Ein Sensorturm. Ich glaube, die sind auch unsichtbar, oder? Kann das sein? Ich glaube nicht. Nee. Aufgedeckt ist. Nee. Naja, jetzt war's das. Jetzt hat er keine Streitkräfte mehr. Jetzt hat er so gut wie verloren. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Ich habe jetzt auch ein Raumschiff. So ein Phasengleiter. Zeig mal her. Steht in der Basis. In deren? In meiner. Ach, da. Soknaku Afal. Die sind richtig cool. Je länger die nämlich eine Einheit angreifen, desto stärker wird die Attacke immer. Das ist einfach so ein Dauerstrahl, der da rauskommt. Richtig, richtig heftig. Rotos sind sowieso, finde ich, ja, die stärksten Einheiten, aber, ja, teuer. Und Zerglinge, die gehen, die Zerglasse, die geht ja mehr auf Masse. Mhm. Und ja. Mensch. Keine Ahnung. Ich spiele Mensch kaum. Ja. Ist auch halt ein bisschen langweilig, kennt man aus fast jedem Spiel. Ja. Spielt man ja öfters mal die Menschen. So, bauen wir mal die Ultralistenhöhle. Ich baue gerade mein Mutterschiff, also ich warpe es heran. Richtig cool. Hm. An deinem Nexus, ne? Ja. Ja, da. Genau. Mutterschiff. Wir brauchen mehr. Kleine Armee wieder. Also, jetzt könnten wir ihn echt schon vernichten. Ja, auf aber jeden wir Fall. Warten ja. Nochmal richtig viele Overlords bauen. Man hat ja genug Geld. Sind in deiner Armee spalten. Hey. Ja, das sind so Fähigkeiten, die er einsetzen kann. Mit welchen Einheiten eigentlich? Mit den Protektoren. Ach so. Das sind hier diese kleinen. Hm. Die auf das Schild machen. Jo. Das sind einfach halt so Schutzwelle, ne? Ja, Unterstützer halt. Ja. Die können auch so Blockaden hier richten oder Schilde. So, jetzt habe ich, fliegt gerade aus meiner Basis einen kleinen Träger. Das ist so ein Flugzeugträger, als Flugzeug, also ein Raumschiff-Flugzeugträger. Ja. Mhm. Wo ist er denn? Ach, der fliegt da, okay. Jo. Warte auf Order.